Einen schönen guten Tag, liebe User von oe3.orf.at. Wir sind hier in den Ö3-Studios in Heidingstadt und es ist Folgendes passiert. Über Ostern sind uns doch, sagen wir mal, einige Ostereier übrig geblieben und wir haben uns jemanden eingeladen, der diese Ostereier heute verzehren wird, nämlich die Dame und die Jungs von Herbstrock. Herzlich willkommen. Das sind mit Namen Anna, Darf, Paul und der Sepp. Ihr seid aber nicht wirklich gekommen, um Ostereier zu essen. Ich nehme an, die Mägen sind voll mit Ostereiern. Schon, aber es ist noch Platz für eins. Ja, also suchen würden wir gerne. Ja, wir würden gerne suchen. Wir haben ganz viele versteckt, glaube ich, irgendwie. Der Grund eures Besuches ist das hier. Ja, Herbstrock, die bessere Hälfte, ein geiles neues Album. Dankeschön, Benni. Wir haben uns viel Mühe gegeben, dass es vor allem dir gut gefällt. Ja. Es ist aber wichtig, dass es natürlich euch auch gut gefällt. An dieser Stelle wirklich empfohlen, Herbstrock. Die bessere Hälfte, was wird man da hören? Den neuen Song und ganz viele neue Songs. Nur neue Songs. Es sind nur neue Songs drauf. Natürlich ist es auch ein neues Album. Es sind 12 Lieder drauf, auf die wir sehr, sehr stolz sind. Es geht ein bisschen so Disco, Tanzen, gute Laune haben Richtung und wir freuen uns sehr drüber. Du hast erzählt, ihr seid auch so Kinder aus den 80ern. Das heißt, es gibt ein neues Herbstrock-Styling, auf das man sich bei der Tour dann freuen darf. Genau, wir gehen jetzt ab Donnerstag mit der Christina Stürmer auf Tour. Da kann man uns immer im Vorprogramm sehen. Und wir werden alle ganz hübsch und fesch aussehen. Viel schöner als jetzt. Ich finde, das ist jetzt also... Nein, es wird so, das kann man schon erklären, es wird so 80er-Jahre-mäßig so weiß gekleidet, du hast dann die Haare so aufgesteckt und total, also ich finde, es schaut wirklich schön aus. Dankeschön. Ich überhäufe euch mit Komplimenten heute, oder? Ja. Und die Herren werden anhaben, das auch nur so weiße Hemden und so schlicht. Also wirklich, wirklich großartig. Wie gesagt, Tour mit Christina Stürmer wird es geben ab Donnerstag in, wo geht's los? Salzburg Arena und dann in Österreich, nicht nur, sondern auch in Deutschland und in der Schweiz und überhaupt ganz viel und nochmal wirklich Herbstrock, die bessere Hälfte. Heute zu Gast bei Ö3 und im Treffpunkt Ö3. Ich freue mich, dass ihr da seid. Danke.